Nose to Tail bedeutet im Prinzip, wenn man dieses Tier schon tötet, dass man alles, was an dem Tier dran ist, was verwertbar ist, auch sinnvoll verwertet, dass es komplett genutzt ist. Es gibt Gerichte, wo der Schweinerüssel mitverarbeitet wird, die sind nicht so populär, aber für Leute, die sich mit der Sache beschäftigen, sehr interessant. Und die Schweineohren zum Beispiel verwenden wir als Hundeleckerli. Wir versuchen möglichst viele Produkte als Futtermittel einzusetzen, die entweder nicht mehr für die menschliche Nahrung geeignet sind oder einfach anfallen und normalerweise nicht oder nur zum Teil genutzt werden. Wir haben jetzt im Hintergrund einen Kirschbaum. Eine richtige Ernte ist nicht sinnvoll, nicht wirtschaftlich. Die ersten Schweine, die aufstehen, laufen unter die Bäume und schauen, wo sie Kirschen finden. Man hört es im Hintergrund vielleicht sogar ein bisschen knacken. Also wenn die Kirschkerne finden, die Kerne fressen die mit. Und somit ist das gesamte Obst, was da am Boden fällt, gleich mitverwertet. Ohne, dass ich was zum Entsorgen habe. Ich muss nichts wegräumen. Ich habe keine Probleme mit Wespen oder sowas, die dann da dran nagen würden.